Der natürliche Baustoff Ziegel steht seit jeher für Sicherheit und ein natürliches Wohnklima. Wir vom Ziegelwerk Eder setzen auf modernste Technologie und innovative Produkte. Eine ausgezeichnete Wärmedämmung, gute statische Werte und ein hervorragender Schallschutz zeichnen die Ziegel von Eder aus. Erleben Sie mit, wie Eder-Ziegel entstehen, vom Rohstoff zum Baumaterial. Eder-Ziegel werden ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt. Diese stammen direkt aus unserem Tagebau in Freital und sind in ihrer Zusammensetzung von besonderer Güte. Der Rohstoff besteht aus einem Ton-Lehm-Gemisch und ist damit ein reines Naturprodukt. Nach ausreichender Lagerung werden die Ausgangsstoffe in die Beschicker eingefüllt. Während des Transports in das Werk wird das Material in mehreren Stufen zerkleinert. Im Kollergang drückt das 20 Tonnen schwere Kollerrad den Rohstoff durch Siebplatten. Nach zwei weiteren Zerkleinerungsstufen, dem Grobwalzwerk und dem Feinwalzwerk, beträgt die Korngröße nun maximal 1,1 mm. Um später eine optimale Formgebung zu gewährleisten, muss das Grundmaterial gleichmäßig durchfeuchtet werden. Dazu wird es in einem Quersumpfbehälter ca. 5 bis 7 Tage gelagert. Der Eimerkettenbagger holt den fertigen Rohstoff je nach Bedarf aus dem Sumpfbecken. Bevor das Material geformt wird, werden Styroporkügelchen zugegeben. Diese verschwelen später im Ofen und bilden so kleine Hohlräume. Unsere hochwärmedämmenden Steine erhalten damit einen besseren Wärmeschutz. Das Material wird zur Auflockerung durch den Tonraspler gedrückt und befeuchtet. Auf seinem Weg hin zum Presskopf wird es mit Wasserdampf erwärmt. Durch ein Vakuumsystem wird die eingeschlossene Luft entzogen und es entsteht der Endlosstrang. Der Abschneider zerschneidet den Strang in der gewünschten Steinhöhe. Format und Aussehen der Ziegel werden durch das Mundstück bestimmt. Dabei entspricht das Mundstück der Negativform eines Ziegelquerschnittes. Die Rohlinge werden nun in Trocknerwagen gesetzt. Bei 40 bis 100 Grad Celsius werden sie langsam getrocknet, bis die Restfeuchte maximal 1% beträgt. Nach 48 Stunden kommen die Rohlinge aus dem Trockner und werden auf Ofenwagen gesetzt. Nun fahren die Steine in den 170 Meter langen Tunnelofen ein. Um die Temperatur gut steuern zu können, sind die Gasbrenner seitlich und von oben angeordnet. Die Ziegelrohlinge werden zunächst erwärmt und schließlich bei 900 Grad Celsius gebrannt. Danach kühlen die Ziegel ab und verlassen bei ca. 50 Grad Celsius den Ofen. Der gesamte Brennvorgang dauert ca. 30 Stunden. Die beim Abkühlen entzogene Heißluft wird für den Trocknungsvorgang genutzt. Eder-Blockziegel sind nach dem Brennvorgang fertig und werden nun verpackt. Eder-Planziegel werden dagegen mit Diamantschleifscheiben auf der Ober- und Unterseite geschliffen, auf ein Zehntel Millimeter genau. 2500 Mal pro Minute drehen sich die Schleifscheiben. So entstehen Eder-Planziegel mit höchster Maßgenauigkeit. Das Schleifmaß wird mit einem Lasersystem erfasst und ausgewertet. Bei Abweichungen vom Sollmaß stellt die Anlage die Schleifscheiben automatisch nach. Bei einem Vergleich vor und nach dem Planschliff ist deutlich die glatte Oberfläche zu erkennen.
Die fertigen Ziegel werden mit einem Greifer baustellengerecht auf Paletten gestapelt und verpackt. Eine Folie schützt den Baustoff vor Feuchtigkeit. So erreichen die Ziegel ihre Baustelle trocken und können gut verarbeitet werden. Ederziegel werden meist in wenigen Tagen geliefert. Unsere Spediteure fahren mit modernen LKWs, die mit einem fix montierten Kran ausgestattet sind. Damit können die Ziegel auf der Baustelle bequem abgeladen werden. Was macht nun die besondere Qualität der Ederziegel aus? Ein ausgezeichneter Rohstoff, eine aufwendige Aufbereitung oder modernste Produktionsanlagen? All das ist wichtig. Doch vor allem sind es die Mitarbeiter, die jeden Tag dafür sorgen, dass EDA-Produkte höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Erfahrung und Können sind entscheidend, um dem natürlichen Rohstoff jene Form zu geben, die für ein behagliches Wohngefühl nötig sind.